In diesem Video möchten wir dir zeigen, wie du unsere anatomischen Kandaren korrekt verschnallst. Schließe als erstes den Kehlriemen und kontrolliere die richtige Länge mit deiner aufrecht stehenden Hand. Danach bringe die Backenstücke für das Trensen und das Kandarrengebiss auf die passende Länge. Die Riemen sollten am Pferdekopf nicht gekreuzt werden. Stelle anschließend die Höhe des Reithalfters ein und schließe es. Zwei Finger sollten unter dem Nasenband Platz finden. Damit stellst du sicher, dass es nicht zu eng verschnallt ist. Auch der Stirnriemen sollte ausreichend lang sein, um das Ohrenspiel nicht einzuschränken. Die optimale Lage des Nasenbandes ist ca. 2 Finger breit unter dem Jochbein. Bei dem Monokopfstück ist eine optimale Lage der Riemen am Pferdekopf gewährleistet. Bitte beachte daher deren korrekte Anbringung. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Produkten. Folge uns auf Facebook oder Instagram.